wenn wir über 100 Jahre SPD nachdenken und heute den ersten sozialdemokratischen Ministerpräsidenten zu Gast haben, dann wäre das ein bisschen Eulen nach Athen getragen, wenn ich jetzt noch einmal sozusagen die Highlights beleuchten würde. Ich will mich bei Rudolf Scharping bedanken, mit dem wir es 1991 geschafft haben, die Mehrheiten im Land nach 44 Jahren zu drehen. Und ich habe das aus der Nähe von Nahnstein, meiner Heimatgemeinde ist Kampornogen, ich durfte auch dort 12 Jahre Ortsbürgermeister sein, war natürlich Ortsvereinsvorsitzender, sehr eng beobachten und begleiten und durfte ihm 1994 in den Landtag folgen. Und ich weiß, was das für eine Leistung war, die Rudolf seit Mitte der 80er Jahre an den Tag gelegt hat, dass wir dieses konservative Rheinland-Pfalz umdrehen konnten. Das ging mit der Persönlichkeit von Rudolf, das ging aber insbesondere auch, weil wir klare inhaltliche Vorstellungen hatten. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass Rudolf immer gesagt hat, wir müssen Rheinland-Pfalz familienfreundlich, vor allem kinderfreundlich gestalten. Und wir haben dort eine Politik angelegt, 1991, die sich bis heute bewährt, nämlich einen Schwerpunkt auf frühkindliche Bildung setzen, auf Bildung und vor allem die große Überschrift verfolgen, was kann eine Landesregierung, was kann auch der Ministerpräsident vorneweg, das hat Kurt Beck fortgeführt, das hat Malu Dreyer fortgeführt, dafür tun, dass die Zukunft unserer Kinder nicht nur am Portemonnaie der Eltern klebt. Und Bildung und Gebührenfreiheit, das ist ein Steckenpferd und ein Markenzeichen der rheinland-pfälzischen SPD. Und wenn ich uns einen Rat geben darf, dann ist der Rat, auch vor der Kommunalwahl den Menschen zu sagen, dass die Kinder kostenlos, gebührenfrei einen Kindergarten besuchen können, eine Kindertagesstätte besuchen können. Das gibt es in der Bundesrepublik in der Form kein zweites Mal. Das ist eine bewusste Entscheidung von SPD-geführten Landesregierung. Und wenn ihr diese Vorteile davon gewollt auch haben könnt, dann müsst ihr immer wieder dran denken, das ist eine politische Entscheidung, liebe Barbara, liebe Monika, lieber Nico, die wir immer und immer wieder in Haushalten abfedern müssen. Dafür müssen wir viel Geld in die Hand nehmen. Das Geld hätten wir vielleicht woanders, an anderer Stelle auch verwenden können. Und wenn ich erleben durfte, dass ich mit Hans Riegel, Haribo, Hans Riegel, Bonn verhandelt habe, dass wir dieses Unternehmen rübergeholt haben nach Rheinland-Pfalz, und seit diesem Jahr produziert es in Rheinland-Pfalz, waren wir dann, als all die Dinge, die zu besprechen waren, sozusagen durch, sagte er, Lebens, was sage ich denn meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie ich gerne die Facharbeiter mit nach Rheinland-Pfalz nehmen würde, warum sollen die denn umziehen? Und dann habe ich dieses Beispiel der gebührenfreien Kita gesagt, zu dem Zeitpunkt hat eine Facharbeiterfamilie im Großraum Bonn für den Besuch der Kita über 400 Euro bezahlen müssen bei zwei Kindern, vom Netto der Familie. Das ist eine Entscheidung, die 1991 angelegt wurde, die bis heute durchgetragen wurde. Wir haben dann, Monika, in der Landtagsfraktion entscheiden müssen, gehen wir den Weg der Schülerbeförderung so, dass wir bis zum 10. Schuljahr Schülerbeförderung kostenfrei halten für die Eltern, aber auch entschieden, wir haben nie Gebühren für den Studium, für Hochschulen eingeführt. Und viele Dinge sind politische Entscheidungen einer Landesregierung. Und das trägt seit 1991. Darüber bin ich sehr, sehr stolz. Und wenn man sich Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz in seinen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Daten anschaut, seit vielen Jahren stabil auf Platz 3 im Arbeitsmarktranking im Vergleich der Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg vor uns, alle anderen Länder, unsere Nachbarn, Hessen, Nordrhein-Westfalen, alle anderen deutlich hinter uns. Wenn man sieht, dass wir die Höchstzahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz haben, dann hat das was mit starken Unternehmen zu tun, dann hat das was mit starken Gewerkschaften zu tun, aber auch mit einer Landesregierung, die das sehr intelligent begleitet. Und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bedeuten, übersetzt in sozialdemokratische Sprache, gute Arbeitsplätze, weil man davon leben kann. Und das ist ganz, ganz enorm wichtig. Und ich bin froh, dass wir auf der Bundesebene da jetzt, glaube ich, wieder in dieser Thematik richtig Tritt fassen. Das, was mit Grundrente und anderen Dingen auf den Weg gebracht wurde, das ist etwas, damit kann man wieder, glaube ich, vor das Publikum, vor die Wählerinnen und Wähler treten. Und das ist in einem Jahr, in dem wir eine Kommunalwahl haben und eben ist gesagt worden, tolles Programm, tolle Liste. Damit können wir für die Bürgerinnen und Bürger hier in Bitburg treten, dann ist das in so einem Jahr auch wichtig, dass der Rahmen sich wieder ein bisschen aufhält. Wir haben 1991, lieber Rudolf, 44,8% mit dir als Spitzenkandidat geholt. Und ich sage mal,
sind ja noch eine Partei zugekommen, so immer jenseits der 35, das ist so die Marge, wo wir erwarten aufzuschlagen bei Landtagswahlen. Und das gelingt uns auch gut. Und ich bin fest davon überzeugt, wir haben geklärte Verhältnisse. Unsere Ministerpräsidentin ist unsere Spitzenkandidatin 2021. Bei uns sind die Dinge auch für die Wählerinnen und Wähler klar, dass wenn wir 2021 mit Malu Dreyer antreten, dass wir auch diese Margen wieder erreichen können. Und wenn die Bundespartei mal ein bisschen zulegt, dann wird uns das gut tun. Und wenn ich eben gesagt habe, Arbeitslosigkeit Platz 3, sozialversicherungspflichtig, so viele Arbeitsplätze wie noch nie, dann bin ich auch sehr stolz und damit will ich zu meinem letzten Punkt kommen, weil wenn der Rudolf Scharping hier ist, muss ich nicht allzu lange vorreden. Wir sind in der Frage der Exportfähigkeit auf Platz 1 der Flächenländer. Das kann man sich fragen, warum erwähnt er das hier? Eben ist gesungen worden, sag mir, wo die Gräber sind. Ich gehe einmal im Jahr mit jungen Polizeikommissaranwärtern und Kommissaranwärtern in Europa zu historischen Plätzen. War mit denen in Auschwitz, war mit denen in Verdun, war im letzten Sommer an der Somme in Frankreich. In der Somme, wo im Ersten Weltkrieg 2016 eine Riesenschlacht tobte, alles nicht weit weg von uns. Das ist ein verlängerter Sonntagsausflug, dann ist man dort. Auf der Fläche einer Verbandsgemeinde, vergleichbar, Josef, mit deiner Verbandsgemeinde, waren wir dort an einem Tag und haben auf 9 Soldatenfriedhöfen Grenzen niedergelegt. Neuseeländer, Australier, Engländer, Franzosen, selbstverständlich Deutsche. Also die Jugend der Welt hat dort gegeneinander Krieg geführt und in dieser einen Verbandsgemeinde 260.000 Menschen beerdigt, junge Männer. 260.000 ermordet in einer Schlacht. Und wenn man sich das vor Augen führt und das jungen Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten, jungen Soldatinnen, Soldaten von unterschiedlichen Nationen zeigt, dann wird einem bewusst, was dieses Friedensprojekt Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges ein Segen für uns gewesen ist. In einer Region, auch hier, die Aufmarsch- und Kriegsplatz gewesen ist. Entlang der langen französischen Grenze war diese Erbfeindschaft mit den Franzosen sozusagen uns ins Blut gelegt in Europa. Und das ist überwunden worden. Das hat was mit Adenauer und de Gaulle zu tun. Das hat was mit Willy Brandt zu tun, mit Helmut Schmidt. Und, das will ich auch sagen, mit Helmut Kohl. Die hatten eine Vorstellung, dass Europa ein Friedensprojekt ist. Und es ist auch ein Wirtschaftsprojekt. Es hat uns Exportfähigkeit, enorme Chancen eröffnet, dass auch hier in Bitburg, dass auch hier in dieser Region Menschen davon leben können, dass Europa seine Grenzen verloren hat. Dass wir in Europa von Partnern umgeben sind. Und jetzt erleben wir eine Situation vor der Europawahl in diesem Jahr, die erfüllt mich mit Sorgen. Und deswegen will ich sagen, wir alle Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten, alle Demokraten, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, den Menschen klarzumachen, bei dieser Europawahl geht es für mich gefühlt um so viel wie noch nie. Schauen wir nach Ungarn, Viktor Orban, Kaczynski in Polen, Wilders in Holland, Le Pen in Frankreich, FPÖ in Österreich. Bei uns diese sogenannte AfD, denn eine Alternative ist es auf keinen Fall, diese sogenannte Alternative, die gesagt hat, wie am Parteitag in Riesa, wir gehen zur Europawahl, wir gehen in die europäischen Institutionen, um sie von innen auszuhöhlen. Da kann ich nur eins sagen, wenn ich einen Beweggrund brauche, für Europa zu brennen und zu kämpfen, dann sind es diese Kerle, da muss man dagegen halten. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, ich könnte jetzt viele mit Vornamen ansprechen, Monika, den Karl, den Nico, nicht mit Vornamen, den Herrn Dietsch und viele andere, die man so im Laufe der Jahre sieht. Es ist schon einiges gesagt worden über die Geschichte der Sozialdemokratie insgesamt und über die Geschichte der Sozialdemokratie in Bitburg. Das ist gut. Das erlaubt mir nämlich auch, mich zu beschränken auf ein paar wenige Stichworte. Mein erstes Stichwort ist Stolz. Natürlich können wir alle stolz sein auf die Leistung der Sozialdemokratie. Alles, was wir kennen, ob das jetzt Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Ausbau des Sozialstaates, Aufstieg durch Bildung, Gleichberechtigung der Frauen, Friedenspolitik, Ausgleich zwischen Nord und Süd, man könnte viele, viele Stichworte nennen. Alles, was Deutschland auszeichnet, ist
ohne die Sozialdemokratie nicht denkbar. Das heißt nicht, dass wir das exklusiv beanspruchen. Wir sagen nur, ohne den Beitrag der Sozialdemokratie ist Deutschland in seiner heutigen Verfassung nicht vorstellbar. Ist das ja kein Ruhekissen. Das heißt ja nicht, dass man sich zurücklehnen könnte und sagen, naja, jetzt ist ja alles gut, die Geschichte hat sich erfüllt. Nein, so ist es nicht. Willy Brandt hat mal in einer berühmten Rede gesagt, dass weniges von Dauer sei und dass man sich nicht sicher sein soll, es müsse alles neu und immer wieder erkämpft werden. Ich komme darauf zurück. Wisst ihr, gewählt wirst du ja nicht wegen deiner historischen Verdienste. Die schaffen Vertrauen. Aber am Ende entscheiden sich Leute für eine politische Partei, eine Haltung, eine Person im Vertrauen auf deren Fähigkeit, Zukunft zu gestalten. Da muss ich Ihnen dann schon was drüber erzählen. Und deswegen rate ich sehr davon ab, beim Stolz über die 150 plus Jahre der SPD oder die 100 Jahre SPD in Bitburg stehen zu bleiben. Nein, es geht um Zukunft und darum, was wir aus den Jahren, die hinter uns sind, lernen können. Stolz. Wenn die SPD, was sie ja in den letzten Jahren mit großem Eifer fast bis zur Perfektion getrieben hat, wenn sie etwas gut kann, dann rumlaufen und sagen, oh, das ist ja so mühsam zu regieren. Ach, wir sind ja gar nicht so richtig zufrieden mit unseren Ergebnissen. Oh, lasst uns in Ruhe, befreit uns von diesem Joch. So steht es zwischen den Zeilen. Ja, glaubt ihr im Ernst, es wird jemand gewählt, weil er sich mit dem nicht wohlfühlt, was er getan hat? Das funktioniert nie. Und deswegen kann ich nur dazu raten, neben dem historischen Stolz mit seinen vielen, vielen Gründen, auch mal in aller Ruhe zu überlegen, wie ist das denn heute mit dem höchsten Stand in der Beschäftigung, mit einem insgesamt gut ausgebauten Sozialstaat, mit der Fähigkeit, vielen, vielen neue Chancen zu öffnen, auch ohne die SPD nicht vorstellbar. Na klar, wer was tut, der macht auch Fehler. Im Fußball heißt es dann Fehlpass. Und da spielt ja heute Deutschland gegen Serbien. Mal gucken. Nur was den Fehlpass angeht. Auf dem Fußballplatz gewinnst du auch nicht, wenn dein Nebenmann da steht und sagt, ey, der Blödmann hat mal wieder einen Fehlpass gespielt. Da musst du dann schon helfen. Solidarität. Ich erwähne das Stichwort Stolz, weil ich weiß, dass eine Partei, die nicht selbst sich vertraut, die nicht selbst auf sich stolz ist, auch kein Vertrauen gewinnt oder zu wenig. Und dann musst du hier und da auch mal neue und zum Teil ungewohnte, scheinbar ganz ungewöhnliche Dinge tun. Also ich erinnere mich noch ziemlich gut, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Michael Reitzel war, dass der die Idee hatte, wir fahren mal als SPD-Landtagsfraktion nach Rom. Wir wollten immer mal an ungewöhnliche Orte fahren oder solche, die besonders wichtig sind. Wir waren in verschiedenen Teilen Europas, damals in den späten 80er Jahren, dann waren wir auch in Rom. Da waren wir dann als Landtagsfraktion bei der Generalaudienz von Johannes Paul II. Im Wojtyla-Papst. Unter anderem erinnere ich das deswegen so gerne, weil mir noch vor Augen ist, wie unsere evangelischen Glaubensbrüder besonders wild dahinterher waren, ein Foto mit dem Papst zu bekommen für die jeweilige Lokalzeitung. Aber wenn dann eine SPD-Landtagsfraktion aus Rheinland-Pfalz in Rom vom Papst begrüßt wird mit in deutschen Worten dem Hinweis, er begrüßt die SPD-Landtagsfraktion aus Rheinland-Pfalz, die sind Opposition, aber in der Demokratie kann aus Opposition auch Regierung werden. Da ist den Christdemokraten das Blut in den Adern geflossen.
Da waren die neidisch, das haben die gar nicht gerne gehört. Manche haben es auch als bedrohlich empfunden, vor allen Dingen, es hat sich ja als richtig herausgestellt. Wenn du eine Mehrheit haben willst, dann musst du die Mehrheit kennen, dann musst du sie respektieren. Du kriegst keine Mehrheit ohne die Mehrheit. Und in einem Land wie Rheinland-Pfalz heißt das, du kriegst keine Mehrheit ohne die Unternehmen und die Selbstständigen. Du kriegst keine Mehrheit gegen die Landwirte und Winzer. Du kriegst keine Mehrheit gegen die Handwerker. Die musst du alle mitnehmen. Es hat keinen Sinn, in einer sozialdemokratischen Sektenkapelle aus 100% Sozialdemokraten 120%ige zu machen. Es macht viel mehr Sinn, aus 40% Zögerern 52% Überzeugte zu machen. Dann kriegst du Mehrheit. Und diejenigen, die die SPD dann, wenn man so will, ideologisch verengen, die sorgen dann dafür, dass man sich im eigenen Muff relativ gut fühlt. Nur das Dumme ist, gestalten kannst du nichts. Und wir sind als Sozialdemokratie von der ersten Stunde angetreten, um zu gestalten, um zu verbessern, um Möglichkeiten zu schaffen und um Menschen aus unverschuldeter Unmündigkeit und Abhängigkeit zu befreien. Das gilt auch heute. Damit bin ich bei meinem zweiten Stichwort, das heißt Respekt. Wisst ihr, irgendwann, man hat ja so auch in der SPD so seine Erfahrung. Wunderschöne, manchmal nicht so ganz so schöne. Also bei mir ging das so los. An meinem 21. Geburtstag, das war der 2. Dezember 1968, verkündete mir der Kreisvorsitzende Willy Diehl, der war der Bürgermeister in Kamp Bornhofen, wo der Oger dann irgendwann später auch Bürgermeister war, war übrigens ganz interessant, ein sehr katholischer Ort. Wallfahrtsort, sozialdemokratischer Bürgermeister war auch. Also insofern habe ich den Willy Diehl immer gemocht und respektiert. Aber an diesem Tag hat er mir abends in Braubach erklärt, du bist jetzt nicht Mitglied der SPD mehr. Dich haben wir gerade ausgeschlossen. Da habe ich so gedacht, naja, vielleicht nicht das schönste Geburtstagsgeschenk, aber ich will jetzt die Geschichte nicht erzählen, ist auch ein bisschen lächerlich, was da so dahinter steckte. Einfach für die richtige Sache mit den falschen Leuten die richtige Unterschrift geleistet, sagen wir es mal so. Ja, und dann habe ich ihn irgendwann, den Wilhelm Dröscher, den man bitte nicht vergessen soll, dem Wilhelm Dröscher einen Brief geschrieben und gesagt, ich werde zwar jetzt offiziell nicht mehr Mitglied der SPD, aber ich würde gern was tun, damit die SPD 1909 ein bisschen dazu beitragen, dass die SPD 69 den Bundeskanzler stellt. Also wurde ich auf dem Dachboden des Hauses in Kirn eine quasi studentische Hilfskraft und habe da den Wahlkampf mitgemacht. Danach haben mich die Jusos zum Bezirks- und zum Landesvorsitzenden gewählt und die SPD hat pragmatisch, wie sie manchmal sein kann, beschlossen, na dann lassen wir ihn halt drin. Und so könnte man einiges erzählen. Warum sage ich das im Zusammenhang mit Respekt? In dieser Zeit gab es zum ersten Mal beachtliche Stimmen für rechtsradikale Parteien. Die hieß damals NPD. Die Lahnsteiner Jungsozialisten, der Thomas, ich, andere, wir sind dann so am Wochenende manchmal so nach dem Motto, du musst sie ja irgendwo treffen, das sind ja keine anonymen Typen, du musst sie irgendwo stellen. Nach Mielen sagt euch nichts, nach Frisch sagt euch nichts, alles kleine Dörfer mit einer NSDAP-Tradition und entsprechend sind wir da hingefahren, haben uns am Sonntagmorgen an den Stammtisch gesetzt, das ist ja immer so, nach der Kirche, nach dem Gottesdienst, kommen die dann alle, trinken noch ein Bier oder ein Wein und quatschen und so, und dann haben wir mit denen geredet. Es hat keinen Sinn, sich über Menschen, die Angst haben, zum Beispiel vor Migration, moralisch zu erhöhen. Man muss auf sie zugehen. Man muss mit ihnen reden. Man muss diesen Teufelskreis durchbrechen, der sagt, alles, was ein Mensch denken kann, Schlaues wie Blödsinniges, findet im Internet schon seine Echokammer. Man setzt sich ja gar nicht mehr auseinander, man sucht nur noch Bestätigung. Der große Wert der Sozialdemokratie, des direkten Gesprächs mit Bürgerinnen und Bürgern ist,
dass man genau weiß, wie denken, wie fühlen die, wie gehe ich auf die zu, wie setze ich mich mit denen auseinander, wo finde ich einen Anknüpfungspunkt, um die wieder mitzunehmen auf dem Weg der demokratischen Freiheit. Die Menschen ernst nehmen. Das ist übrigens auch eine Voraussetzung dafür, die Bekloppten zu bekämpfen. Die Rattenfänger, die Rechtsradikalen, die Populisten, die Idioten, die mit Galgen durch die Gegend ziehen, an denen sie Bilder von Angela Merkel oder Sigmar Gabriel oder anderen aufgehängt haben. Wer so Politik macht, und nehmt das bitte ganz, ganz ernst, nicht nur wegen der Kommunalwahl, vor allen Dingen auch wegen der Europawahl, wer so Politik macht, wer so Propaganda macht, wer so rumlügt, wer so andere runtermacht, der hat in einem demokratischen Parlament nichts. Menschen wirklich ernst zu nehmen, auch mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten. Und im Übrigen, wir sind, Stichwort Respekt, ein Land, das Einwanderung braucht. Wir müssen uns nur angucken, wie das mit der Pflege von Kranken und von Älteren ist. Oder wie das mit den Facharbeitern ist. Ich war, einige wissen das, ich bin ja öfter mal in China, und habe vor einiger Zeit wegen dieser Umstände auf der Schwäbischen Alb ein Unternehmen besucht, ein Weltmarktführer, ganz versteckt, ganz klein, hydraulische Systeme. Und ich gehe da mit dem Eigentümer, der ist 63, durch den Betrieb, 70, 80 Leute, die ist sehr groß, und der erzählt mir dann, als ich ihn fragte, was denn das da für ein Mensch sei, das sei ein hervorragender Facharbeiter. Er sei aus Syrien, aber sei ein hervorragender Facharbeiter. Das Dumme sei nur, er wisse nicht, er, der Unternehmer, ob er den im nächsten Jahr noch beschäftigen könnte. Weil es wäre ganz unklar, ob der eine Arbeitserlaubnis bekommt, jetzt so im Moment ginge das, und ob der irgendwie bleiben könnte und sonst was alles. Vor ein paar Wochen ruft mich eine sozialdemokratische Ortsvereinsvorsitzende aus Niederrad in Frankfurt an, weil da waren zwei junge Albaner gekommen, die waren als unbegleitete Jugendliche nach Deutschland gekommen, die haben hier einen Hauptschulabschluss gemacht, die haben hier eine Lehrstelle gehabt, dann waren sie 18 und dann hat man gesagt, jetzt bist du ja kein unbegleiteter Jugendlicher mehr, sondern ein junger Erwachsener, ab mit dir! Weg waren sie. Und so könnte man viele, viele Sachen erzählen. Strich und das Ganze. Respekt bedeutet auch, die Menschen mitnehmen, die Menschen ernst nehmen, die zu uns kommen. Und genau zu unterscheiden, wer ist das, wer will mit uns gemeinsam Zukunft gestalten und wer will nur schmarotzen und Sozialsysteme ausnutzen. Die brauchen wir nicht. Die anderen werden wir brauchen. Wisst ihr, was den Respekt angeht, ich habe auch nicht so ganz verstanden, also wir haben ja damals 1991 die Koalition mit der FDP gegründet und sofort danach das Bündnis mit der Wirtschaft, ja, Herr Tietz, Sie wissen das, Herr Simon weiß es auch noch, nicht? Wir brauchen Zukunftsinitiative, wir wollen mit den Unternehmen das vernünftig machen und so weiter und so weiter. Ist ja nicht so, dass ein Parteibuch Verstand oder Charakter verleiht. Das muss man schon haben oder entwickeln. Und deswegen finde ich es auch richtig gut, dass es Leute gibt, die in der CDU sind oder in der FDP oder sich irgendwie engagieren. Nicht so gut, dass sie überhaupt drin sind. Ein bisschen falsche Partei, aber das kann sich ja ändern. So wie bei dem katholischen Pfarrer, der sein Gemeindemitglied morgens trifft und fragt, wie das mit der Wahl ist und sonst was alles und so. Und es stellt sich raus, dass er das Gemeindemitglied wohl mit dem Gedanken spielt, nicht die SPD zu wählen. Und der Pfarrer guckt ihn dann an, lächelt freundlich und sagt, Bruder, ich glaube, ich muss für Sie beten. Weitblick.
Stolz, Respekt, Weitblick. Alles, was du als Ziel programmierst, musst du im Alltag einlösen. Alles, was du im Alltag erfährst, musst du auf deine Ziele beziehen. Das Frauenwahlrecht ist 1919 eingeführt worden. Jetzt gucke ich mal hier in die Runde, es sind ja ein paar, die so ungefähr in meinem Alter sind oder ein bisschen jünger und so. Ne? Seit wann darf denn bitte schön eine Ehefrau in Deutschland ein Konto einrichten bei irgendeiner Bank, ohne dass sie die schriftliche Erlaubnis ihres Ehemannes hat? Seit wann? Ah ja, also es gibt ein paar, die wissen es noch. Ja? Seit wann geht denn der Kündigungsbrief für die teilzeitarbeitende Ehefrau nicht mehr an den Ehemann, sondern direkt an sie selbst? Ja? Und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn du da ein großes Ziel hast, wie zum Beispiel Gleichberechtigung und dergleichen mehr, dann musst du auch die Härte, den Durchsetzungswillen, die Fähigkeit haben, das in viele, viele kleine Schritte zu übersetzen. Weitblick ist nicht eine Spinnerei, sondern die Fähigkeit, aus großen Zielen handhabbare Fortschritte zu machen. Viele, viele kleine Dinge, die am Ende des Tages genau das einlösen, genau dem Glaubwürdigkeit verschaffen, was das große Ziel für sich reklamiert. Das gilt zum Beispiel in Europa. Ne? Die haben nach dem Zweiten Weltkrieg, Gott sei Dank, ganz anders als 1919 mit den Versailler Verträgen, gesagt, wenn wir die Deutschen wieder für ihre Verantwortung so heranziehen, dass wir sie in den Dreck stoßen, das hilft vielleicht nicht viel. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl war der Wille von Schumann, Adenauer, de Gasperi und anderen, die kriegswichtigen Güter unter gemeinsame europäische Kontrolle zu bringen. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ich will das jetzt nicht alles nachzeichnen. Die Briten sind leider auf dem Weg raus und sie machen es auch noch ganz, Entschuldigung, die Damen, beschissen schlecht. Europa wird davon nicht stärker werden, ganz sicher nicht. Aber warum ist das für uns so wichtig? 1919 lebten südlich der Sahara in Afrika so viele Menschen wie im Deutschen Reich. Jetzt leben in Äthiopien über 100 Millionen Menschen, in Nigeria so viele wie bald so viele wie in den USA, in 25 Jahren so viele wie in der Europäischen Union, alleine in Nigeria. In Afrika südlich der Sahara leben rund 900 Millionen Menschen. Glaubt ihr, das geht an uns vorbei? China hat in 40 Jahren seinen Anteil am Weltsozialprodukt von 2% auf 20% gesteigert. Das ist jetzt genau das, was sie als Bevölkerung auch haben. Glaubt ihr, das bleibt ohne Konsequenzen? Und man muss ja nicht so dumme Konsequenzen ziehen, wie der amerikanische Präsident das versucht, nach dem Motto, sind alles Rivalen, man muss sie zur Seite schubsen. Den Führer der freien Welt zu sehen in einem Bündnis mit Mohammed bin Salman und José Bolsonaro, diesem gerade gewählten, leider gewählten brasilianischen Präsidenten, auch nicht so toll. Aber gut. Wieso sollen diese Länder, diese Volkswirtschaften mit ihren Unternehmen, mit ihren politischen Strukturen, wieso sollen die auf uns warten? Warum? Gibt überhaupt keinen Grund. Die Deutschen sind in der Welt mal gerade 1,2% der Weltbevölkerung. Die Europäer waren nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges immer noch rund 12% der Weltbevölkerung. Jetzt sind es 6, demnächst sind es 4 und es werden weniger. Wir haben nur eine Chance gemeinsam. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst.
Du kannst auf die Sirenenklänge dieser nationalistischen Dummköpfe hören, die glauben, die Deutschen alleine, die könnten schon die Welt irgendwie schaffen, bewältigen, sich durchschlagen. Wir sind viel zu klein dafür. Die werden ihre Industriestandards, die werden ihre Normen, die werden ihre anderen Maßstäbe für sich entwickeln. Und wenn wir mit denen reden wollen, dann müssen wir was an den Tisch bringen. Und 1,2% der Weltbevölkerung, das ist nicht viel. Selbst wenn wir im Moment noch wirtschaftlich betrachtet Nummer 4 auf der Welt sind. Übrigens, 60% unseres Exports finden in Europa statt. Und das bedeutet, das sind Arbeitsplätze, die davon abhängen, Ausbildungsplätze, die davon abhängen und so weiter und so weiter. Als meine jüngste Tochter 4,5 Jahre war, sind wir nach Frankreich an den Atlantik gefahren, wie üblich im Sommer zum Urlaub machen. Ich hatte vorher immer so ein bisschen erzählt, wie das früher war in Europa, so andere Währung, da fährst du nach Frankreich, dann brauchst du französischen Franc und so weiter und so weiter. Und mit den Zollkontrollen und dass in Luxemburg der Sprit besonders billig sei und dergleichen mehr. Und an der Grenze im Sommer 1986 sagt meine kleine Tochter Julia, aber ich will jetzt auch mal kontrolliert werden. Das ist Kindergeschwätz. Und die Leute, die glauben, ein Europa der Nationen würde neue innere Grenzen bedeuten, die liegen falsch. Wir müssen sichere Außengrenzen haben. Ja, wir müssen gemeinsame Interessen verwirklichen. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass es einen fairen Ausgleich gibt. Aber wir sollten auch nicht vergessen, in der Zeit zwischen der Gründung der SPD und dem Ende des Zweiten Weltkrieges, das ist die Hälfte unserer Geschichte ungefähr, liegen 3 Kriege, davon 2 Weltkriege, mit Millionen und Abermillionen Toten. In den anderen 70 Jahren unserer Existenz hat es keinen Krieg gegeben. Mein Vater war 1904 geboren, hatte die falsche Frau, die musste dann flüchten, nach London, Halbjüdin, hat eine ziemlich unangenehme Zeit auf der falschen Seite eines Gestapo-Kellers in Berlin verbracht und war vom 1. September 1939 an Soldat. Überall, wo Fronten waren, musste der hin. Und das endete in Monte Cassino in Italien. Glücklich, Gott sei Dank, trotz Verwundung, sonst wäre ich ja gar nicht hier. Wenn ich mir angucke, was in dessen Leben passiert ist, als er 20 war, als er 30 war, und ich gucke mir an, was ist in meinem Leben passiert, da kann ich sagen, alle, die wir hier sitzen, gehören zu den glücklichsten Deutschen, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. Und dafür ruht euch nicht darauf aus. Seid stolz drauf. Ja, wir alle können stolz darauf sein. Aber ruht euch bitte nicht darauf aus. Denn ob das für unsere Kinder oder für unsere Enkel nochmal genauso wird, das hängt davon ab, wie wir heute die Weichen stellen. Und da geht es nicht noch ein bisschen aus. Und deswegen bitte, gerade mit Blick auch auf den Mai, 70 Jahre Grundgesetz am 23. Mai, dann beginnt die Europawahl in anderen Ländern. Bei uns finden sie statt am 26. Mai. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes eine Schicksalswahl. Ich habe ein Geschenk für euch. Ich bin so ganz nebenbei noch Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Willy Brandt Forums in Uccle. Und da hat der Willy ja die letzten Jahre seines Lebens verbracht. Ich habe da einiges, was ich gut erinnere, aber nicht gerne erinnere, sehr hautnah miterleben müssen. Und jetzt ist da so ein kleines Museum mit dem alten Schreibtisch und Handschriften und
der alten Aktentasche und vielen anderen Sachen. Ein richtig schönes, kleines Museum. Und jetzt hätte ich ein kleines Geburtstagsgeschenk. Das müsst ihr dann aber verwirklichen, weil ich krieg's nichts umsonst. Ihr müsst schon selber was tun. Ihr organisiert eine Bitburger Schulklasse, die sich das Willy-Brandt-Museum und das Willy-Brandt-Forum mit Onkel anguckt und ich bezahle die Busfahrt hin und zurück. Manchmal hilft ja Geschichte anschauen. Ja? Nicht nur drüber reden, anschauen. Und dann findet ihr diese Schulklasse, den Lehrer oder die Lehrerin, die sie begleiten. Und dann ist das hoffentlich ein schönes Geburtstagsgeschenk für euch und eine Ermutigung für die Jüngeren, aus der Geschichte zu lernen und Mut und Zuversicht zu schöpfen für die Zukunft. Das wünsche ich euch auch. Alles Gute.